Zwei S-Runen. Das Zeichen für die sogenannte Schutzstaffel, die SS. Es war schroff, es war aggressiv. Sie stehen für Terror und Unterdrückung. Für schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Was fasziniert Menschen an dem zackigen S? Die hatten schwarze Wimpel mit einer Siegkrone drauf. Und das fand ich toll. Ihren Ursprung haben die Runen angeblich bei den Germanen. Bei den Völkern im Norden, der aus Sicht der Nazis überlegenen Rasse. Die SS-Rune steht für das Germanische, was die Nationalsozialisten als Mythos mit transportieren wollten. Doch das Zeichen der SS ist ausgerechnet semitischen Ursprungs. Und noch immer sind die beiden S-Runen präsent. In der Popmusik, um Aufsehen zu erregen. Und unter Rechtsradikalen. Mal in abgewandelter Form aus Furcht vor Strafverfolgung, aber auch unverändert. Auch heute werden sie benutzt, um Kraft zu symbolisieren. Wir sind zur Gewalt bereit. Wie umgehen mit den alten Runen der SS? Sind Verbote das richtige Mittel? Sie können Symbole verbieten, aber die Überzeugung selber muss mit demokratischen Mitteln erfolgen. Die Zeichen des Bösen, das Werk eines mittellosen Grafikers. Auf der Spur der Geschichte eines gefährlichen Symbols.